Hallo, herzlich willkommen zum Webinar. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und vielen Dank natürlich an die Janina für die Vorbereitung des Seminars. Also, wir legen jetzt los. In unserem heutigen Seminar geht es um die Bewertung von Finanzinstrumenten. Also, ich werde euch eine kleine Einführung in die Bewertungsverfahren geben. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Alexei Weizmann. Ich bin Senior Manager im Bereich Audit and Assurance. Studiert habe ich Finanzmathematik in Frankfurt. Danach habe ich mich noch als Qualified Portfolio Manager spezialisiert und bin jetzt bei Deloitte für das Datenmanagement, insbesondere für die Zulieferung von Bewertungen und Stammdaten für Finanzinstrumente für unser Audit to DINAF zuständig. Zu unserer Agenda. Ich werde heute ein paar grundlegende Konzepte vorstellen, wie Fair Value, Arbitragefreiheit, Present Value und Bootstrapping. Und im Nachgang werden wir noch uns ein paar wichtigste Anlageklassen anschauen. Und da tauchen wir schon sofort ein. Fair Value. Was ist denn der Fair Value? Fair Value ist der Preis in einem geordneten Geschäftsverfall zwischen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag für den Verkauf eines Vermögenswertes für den Verkauf eines Vermögenswertes eingenommen, beziehungsweise für die Übertragung einer Schuld gezahlt würde. Das ist die Definition nach IFRS 13 Absatz 9. IFRS 13 ist die europäische Gesetzgebung zur Bilanzierung von Werten, beziehungsweise zur Berechnung von Fair Values. Und diese besagt im Endeffekt, dass es drei Levels von Bewertungskursen geben kann. Level 1, das sind unberichtigte Werte aus aktiven Märkten, sprich Werte, die wir im Endeffekt einfach ablesen können von einer Börse oder von einem anderen aktiven Markt. Dann Level 2, das sind Werte mit beobachtbaren Inputfaktoren, sprich im Endeffekt, das sind Bewertungen, wo wir beobachtbare Inputfaktoren haben. Und Level 3, das sind die das tiefste, das niedrigste Level, das sind wieder Bewertungskurse, wo wir keine beobachtbaren Inputfaktoren haben. Hier unter anderem kann man dann von einem zum Beispiel extrapolierten Zinssatz sprechen. Generell ist es so, dass wir, wenn wir über Level 2 und 3 sprechen, in der Regel sind es tatsächlich dann alles Mark-to-Model-Kurse, sprich also Werte, die wir über geeignete Bewertungsverfahren abgeleitet haben. Nichtsdestotrotz unter Level 2 könnten natürlich noch ein paar Marktkurse fallen, also sprich beobachtbare Kurse. Nichtsdestotrotz werden wir uns später das nochmal anschauen. Neben der europäischen Gesetzgebung zum Fair Value, also IFRS 13, was ich Ihnen angesprochen habe, existieren natürlich andere nationale und internationale Vorschriften. Für den US-amerikanischen Bereich ist es zum Beispiel das FASB, Topic 820, und für den deutschen nationalen Bereich im Bereich der Investmentfonds ist es zum Beispiel die KIF-LBV, Paragraphen 27 und 28. Im Grunde genommen ist es so, dass alle Bewertungsvorschriften zum Fair Value sehr ähnlich sind. Also ob wir jetzt im europäischen oder uns im amerikanischen Raum befinden, die Vorschriften sind sehr ähnlich und die Unterschiede tatsächlich sehr, sehr klein. Was ist denn das Ziel von diesen von Bewertungsvorschriften? Es ist ganz einfach. Das ist die Begrenzung von Bewertungsspielräumen. Das heißt, der Gesetzgeber will im Endeffekt, dass die Bilanzen bzw. die Zahlen, die auf den Bilanzen dargestellt werden, vergleichbar sind. Das zentrale finanzmathematische Konzept ist die Arbitragefreiheit. Definitionsgemäß ist Arbitrage ist die Gewinnerzielung durch von ohne Risiko vorgenommene Ausnutzung von Kurs, Zins, Preisunterschieden zum selben Zeitpunkt an verschiedenen Orten. Beispielhaft, wir können jetzt über Aktienkurse auf verschiedenen Märkten sprechen. Zum Beispiel eine Aktie, die sowohl in Frankfurt, an der Xetra, wie auch in New York an der New York Stock Exchange handelt. Dann könnten das Wechselkursdifferenzen sein, sprich Euro-US-Dollar-Wechselkurs. Und dann der Unterschied zu US-Dollar-Yen und japanische Yen zu Euro. Im Endeffekt, diese Kette, die ich jetzt dargestellt habe, muss arbitragefrei sein. Das heißt, die Kurse müssen ineinander überführbar sein. Sonst existiert Arbitrage.
Im Bond-Bereich, also im Anleihenbereich, sprechen wir dann zum Beispiel von einer Zerlegung von Bonds und Strips, was tatsächlich im US-amerikanischen Raum äußerst verbreitet ist. Das heißt, man nimmt sich eine Anleihe und zerlegt sie in einzelne Couponzahlungen. Das heißt, jeder einzelne Coupon ist quasi ein Wertpapier, was im Markt gehandelt werden kann. Und wenn wir uns im Optionsbereich befinden, dann sind diese Abweichungen zum Beispiel Abweichungen in der Put-Call-Parität, auf was wir später noch eingehen werden. Jetzt eine ganz interessante Frage. Also wir, sage ich mal, im Markt und auch in der Literatur geht man von arbitragefreien Märkten. Also man geht von effizienten Märkten aus. Warum existieren denn trotzdem Arbitrage-Möglichkeiten? Die Antwort ist relativ einfach. Es ist tatsächlich nicht alles, was wir dann in so einem Fall berücksichtigen. Es gibt natürlich noch Transaktionskosten, die bei einem Handel anfallen. Das sind zum Beispiel Börsen, Clearing- oder Brokergebühren. Dann gibt es noch zusätzliche Zugangskosten zu verschiedenen Börsenplätzen. Als Beispiel kann ich nur erwähnen, dass ein deutscher Asset Manager, der in Frankfurt sitzt, hat gegebenenfalls gar keinen Zugang zum US-amerikanischen Markt. Sprich, der ist einfach nicht in der Lage, an der New York Stock Exchange zu handeln, obwohl dort er vielleicht für seine Aktie einen günstigeren Kurs beobachten kann. Im Falle von physischen Gütern wie Weizen, Schweinehälften, Orangensaft etc. sprechen wir dann von Cost of Carry, also der Lagekosten. Wenn ich mir tatsächlich ein Gut physisch liefern lasse, dann muss ich das auch noch irgendwo lagern. Das heißt, mir entstehen Kosten und die Kosten sind tatsächlich von Ort zu Ort unterschiedlich. Und zu guter Letzt, das sind tatsächlich auch noch die Transportkosten. Also wenn ich 5 Barrel Öl in New York kaufe, nur weil es dort günstiger ist, dann habe ich immer noch das Problem, diese 5 Barrel zu mir nach Deutschland zu transportieren. Also mir entstehen zusätzliche Kosten. Das heißt, wenn man das alles jetzt einnimmt oder das alles einbezieht, dann sind die Arbitragefreiheiten oder Möglichkeiten tatsächlich nicht so stark ausgeprägt. Finanzmathematisch spricht man tatsächlich von No Free Lunch with Vanishing Risk. Aus der Arbitragefreiheit lässt sich das Konzept des Barwertes oder Wert des Geldes ableiten. Man kann es sich so vorstellen, wie viel sind 100 Euro in einem Jahr denn tatsächlich wert? Also das heißt, ich habe heute 100 Euro, ich gehe auf die Bank gibt mir 2% Zinsen, das heißt, innerhalb eines Jahres habe ich 102,02 € auf dem Konto, das heißt, ich habe mein Vermögen um 2,02 € vergrößert. Das ist tatsächlich äquivalent dazu, dass ich in einem Jahr 100 Euro bekomme und diese dann diskontieren. Also 100 Euro in einem Jahr sind mit genau der gleichen beziehungsweise Berechnungsmethode heute 98,04 Euro wert. Also was wir hier gemacht haben, wir haben hier einen Diskontierungsfaktor gebildet. Und das könnt ihr auch unten sehen, in der Formel, der Diskontierungsfaktor zu einem bestimmten Zeitpunkt T, also Diskontierungsfaktor in diesem Fall für ein Jahr, ist 1 plus R, also die vorherrschende Zinsrate, hoch minus T. Hierbei ist natürlich noch zu vermerken, dass wir in diesem Fall von einer jährlichen Verzinsung sprechen. Also das ist eine diskrete Verzinsung, das ist keine stetige Verzinsung. Würden wir uns im finanzmathematischen Bereich befinden, dann wäre die Formel für die Verzinsung leicht anders. Also E hoch minus RT. Also das ist quasi der Grenzfall, für diese Formel. So, jetzt gehen wir langsam in die Zinsstruktur, zu den Zinsstrukturen, zu den Zinsstrukturen über. Hier seht ihr ein Screenshot aus Bloomberg, auf dem ich zweierlei von Zinsen abgebildet habe. Auf der linken Seite seht ihr Zinsen, das sogenannte Short End, also Zinsen für 1 Monat, 2, 3, 6, 9 und 12 Monate.
und ihr seht die Debit-Asks, also die Geld- und Briefspanne, Kauf und Verkauf. Ihr seht schon, dass die beiden gleich sind. Also für 12 Monate befinden wir uns bei minus 0,147%. Das sind die sogenannten Spot-Zinssätze, also die für den Euroraum, die Euribor-Sätze. Auf der rechten Seite dagegen haben wir die Swap Rates. Die Swap Rates fangen bei 2 Jahren an, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also das geht im Euroraum tatsächlich, sind die Swap-Sätze sehr gut quotiert. Also das geht bis in die 40, 50 Jahre. Das geht bis hin zu 40 und 50 Jahren. Ein Swap-Satz ist dabei derjenige Festzinssatz, für den der rechnerische Wert beider Seiten eines Swaps, also sogenannte Legs, übereinstimmen und folglich der Wert des Swaps gleich 0 ist. Was ist jetzt quasi nochmal der Unterschied zwischen der linken und der rechten Seite? Auf der linken Seite sind Sätze, die sogenannten Zero-Sätze, also Zero-Sätze, die von einem einzigen Cashflow ausgehen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den 9-Monats-Zinssatz schaue, das heißt, ich erwarte in 9 Monaten einen einzigen Cashflow. Wenn ich jetzt auf den 2-Jahres-Swap-Satz schaue, dann erwarte ich, dass innerhalb von 2 Jahren, also die Laufzeit meines Swaps, werde ich 2 Cashflows erwarten. Nach einem Jahr und dann wieder nach 2 Jahren. Unser Ziel ist jetzt, beide Arten von diesen Zinssätzen ineinander rechnerisch zu überführen. Und dazu behilft man sich eines sogenannten Bootstrappings, also einer verketteten Berechnung von Zero-Raten. Die Ausgangslage, wie ich eben erwähnt habe, sind die für den Euroraum die quotierten Euro-Übersätze. Übrigens, die Euro-Übersätze werden von den Banken an eine Stelle gemeldet und einmal am Tag errechnet diese Stelle die jeweiligen Zinssätze. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, es gab sehr viele Probleme mit diesen Zinssätzen, weil die in den vergangenen Jahren manipuliert worden sind. Das heißt, der Gesetzgeber versucht jetzt, beziehungsweise es ist kein Versuch, das steht schon fest, es wird zu einer Ablösung der üblichen Zinssätze kommen und man wird ein neues Set an Zinssätzen anbieten. Also, wir schauen uns jetzt den Euribor 12 Monats Zins an, den wir zuvor gesehen haben, minus 0,147% und den 2-jährigen Swap-Zinssatz. Das ist die Mitte von den beiden Sätzen, die wir zuvor gesehen haben, also Bid plus Ask durch 2. Und wie gesagt, dieser Swap-Zinssatz ist äquivalent zu einem Bond mit einer Restlaufzeit von 2 Jahren, einem jährlichen Festzinssatz von 0,4375 und welcher aktuell zu 100% handelt. Also, wenn wir das alles in die Formel einsetzen, den Zinssatz kennen wir, das ist der Euribor-Zinssatz, das ist der Zinssatz aus dem Swap und das ist der gesuchte Zinssatz. Dann können wir ausrechnen, dass der gesuchte Zinssatz, der Zero-Zinssatz für 2 Jahre bei minus 0,0452% liegt. Ihr werdet hier schon sehen, dass wir hier eine andere Berechnungsmethode oder eine andere Angabe für die Restlaufzeit gemacht haben. Zuvor hatten wir ganz einfach T, also für ein Jahr eine 1 und jetzt haben wir 365/360. Warum ist es der Fall? Auch bei den Zero-Zinssätzen, also bei den Euro-Zinssätzen, es gibt eine bestimmte Day-Count-Convention, also die Methode, wie wir die Tage, die vergangenen Tage berechnen. Und für den Euribor ist es Actual 360. Für den Swap-Zinssatz, also für den 2-jährigen, ist es 30/360. Actual 360 heißt, ich berechne für den Zähler berechne ich die tatsächliche Anzahl von Tagen und ich nehme an, dass ein Jahr nur 360 Tage hat. In diesem Fall ist also 30/360, gehe ich davon aus, dass jeder Monat 30 Tage hat und ein Jahr 360 Tage. Also in diesem Fall sprechen wir tatsächlich von, also hier ist es eine 1 und hier ist es leicht über eine 1. Nachdem ich das alles berechnet habe, bin ich in der Lage, den Discount-Faktor, die jeweiligen Discount-Faktoren nochmal zu errechnen. Das heißt,
der Discount, das ist die Formel nochmal für die Berechnung des Discount-Faktors. Und dann kann ich sagen, dass der Discount-Faktor für 12 Monate bei 1,01493 liegt und der Discount-Faktor für 2 Jahre bei 1,000891 liegt. Jetzt habe ich das nochmal dargestellt. Also Short End, Euribor-Zinssatz, Ausgangslage, Act 360, was ich eben erwähnt habe, also die Zinsberechnungsmethode. Auf der Long-Seite habe ich die Swap Rates mit einer Zinsberechnungsmethode 30-360. Diese werden dann gebootstrapped. Daraus entsteht diese schöne Kurve. Übrigens, der grüne Bereich stellt das Short End dar, also diese Sätze. Der blaue Bereich stellt die Swap-Sätze dar. Und aus dieser Kurve kann ich anhand einer einfachen Formel mir die Discount-Sätze ableiten. Hier muss natürlich noch erwähnt werden, dass das, was ich hier dargestellt habe, eine sehr vereinfachte Zinsstrukturkurvenkonstruktion ist. Also das heißt, ich habe die jetzt nur aus zwei unterschiedlichen Arten von Sätzen gebildet, Euribor und Swap-Sätze. Generell gibt es noch andere Methoden, wo man in die Mitte hier noch sogenannte FRAs einsetzt, also Forward Rate Agreements. Die sind im Markt auch äußerst liquide und in der Regel sind sie dann zwischen 9 Monaten, also man ersetzt quasi den Bereich zwischen 9 Monaten und 2, vielleicht 1,5 Jahren durch diese FRA-Sätze. So, wir sind jetzt quasi mit den Grundlagen fertig. Hier müssen wir einfach mitnehmen, dass wir aus den Zero Rates und den Swap Raten eine Diskontierungskurve ableiten können. Eine Diskontierungskurve ist die Kurve, die uns sagt, wie viel wert ist ein Cashflow, ein künftiger Cashflow, wie auf heute gesehen. Jetzt gehen wir zu Aktien über. Das ist unsere erste Anlageklasse, die wir heute betrachten. Eine Aktie ist ein Wertpapier, welches einen Anteil an einem Unternehmen verbrieft. Inhaber einer Aktie können partizipieren, indem sie Kurssteigerungen haben. Ja, manchmal fällt der Kurs aber auch. Und durch Dividenden. Das als Aktien ausgegebene Kapital für Unternehmen, das ist das Eigenkapital. Jetzt müssen wir verstehen, was sind denn die wichtigen Merkmale denn einer Aktie, also sogenannte Stammdaten. Ganz, ganz klar vorne steht die Aktienart, also sei es jetzt eine Stammaktie oder eine Vorzugsaktie. Der Unterschied ist nämlich folgender, eine Vorzugsaktie ist eine Aktie ohne Stimmrecht, dafür hat sie aber eine höhere Dividende und dafür handelt sie etwas höher. Dann haben wir noch Inhaberaktien gegen Namensaktien, Namensaktien in dem Fall sind Aktien, die auf eine bestimmte Person ausgestellt sind. Das heißt, die Fungibilität ist stark eingeschränkt. Will ich sie also verkaufen, muss ich einen anderen Namen quasi in dieses Papier eintragen. Als nächstes natürlich der Emittent. Also es macht schon viel Unterschied, ob ich Daimler oder Apple kaufe. Und als nächstes Börsennotierung, also Ort der Börsennotierung, das sogenannte Listing. Wenn ein Unternehmen sich listen lassen will, dann gibt es ein sogenanntes IPO, Initial Public Offering. Das ist eine Prozedur, wo ein Unternehmen an einer Börse gelistet wird. Das wird von einer Börse und oft von Investmentbanken begleitet und dann wird ein Unternehmen public. Mit diesem Listing gehen natürlich sehr, sehr viele Rechte und Pflichten, also eher Pflichten für ein Unternehmen, also Transparenz, Veröffentlichung und so weiter und so fort. Nicht, aber gleichzeitig hat dann ein Unternehmen, kann im Markt Kapital einsammeln. Und abhängig von der Börsennotierung haben wir natürlich eine Währung. Also eine deutsche Aktie, die in Deutschland, in Frankfurt gelistet ist, wird höchstwahrscheinlich in Euro handeln. Würden wir diese Aktie aber auch zusätzlich in New York listen, dann wird sie eher in US-Dollar handeln. Darüber hinaus haben wir natürlich viele weitere interessante Informationen wie Kapitalmaßnahmen, zum Beispiel ein Split oder eine Zusammenlegung, sogenanntes Merger, Dividendenzahlungen, das Wort fällt mir bestimmt nochmal ein. Jetzt will ich euch eine Aktie zeigen, in diesem Fall die Daimler AG. Im linken Screen seht ihr, dass diese Aktie
an etc. gehandelt wird. Und auch schön zu sehen, dass per Freitag, 16. November, 17.28 Uhr, hat die Aktie, also zum Börsenschluss, hat sie bei 50,5050 geschlossen. Gleichzeitig habe ich mir die Aktie an der Nasdaq angeschaut. Genau die gleiche Aktie, Daimler, alles gleich. Nur, ihr seht, dass sie zu 57,6 US-Dollar geschlossen hat. Die Rechnung ist sehr einfach. Wir nehmen den Reuters-Wechselkurs zu dem Tag um 17.30 Uhr, der lag bei 1,1369 und komme rechnerisch auf einen Wert von 57,419 statt 57,6. Also hier sehen wir schon, dass es Differenzen, Bewertungsdifferenzen im Markt gibt. Nichtsdestotrotz, wie ich schon gesagt habe, es ist nicht so leicht, die Bewertungsdifferenzen auszunutzen, also die Arbitragefreiheit, die Arbitrage tatsächlich zu betreiben. In dem Moment, wo wir Aktienkurse oder irgendwelche Kurse aus dem Markt ablesen können, dann wären das nach IFRS 13 Level 1 Kurse. So einfach ist es leider auch nicht. Das einfache Ablesen von börsengehandelten Kursen reicht nicht. Wir müssen auch sicherstellen, zum Beispiel, dass es Handelsvolumen gegeben hat, dass der Kurs nicht stale ist, also nicht konstant über eine bestimmte Zeit und. Also in diesem Fall, im Falle von Daimler-Aktie, ist natürlich alles in Ordnung. Nächstes, wie bewertet man denn eine Aktie? Ja gut, haben wir schon gesagt, man geht auf die Börse, schaut, was ist der Wert einer Aktie, wo wird sie gehandelt, fertig. Im Falle, wenn wir tatsächlich jetzt ein nicht gelistetes Unternehmen bewerten wollen, dann verhalten wir uns einem Modell, also einem Discounted Cashflow Modell. Hier muss man verstehen, dass eigentlich alle Finanzinstrumente, um alle Finanzinstrumente zu bewerten, braucht man eigentlich nur zwei Dinge. Man muss verstehen, was sind die künftigen Cashflows und wie diskontiere ich das richtig. Mehr nicht. Und da spielt tatsächlich die Musik. Also, wenn ich jetzt bei Aktien bin, dann gibt es das Verfahren von Discounted Cashflow. Das ist ein zukunftsorientiertes Verfahren und basiert auf den künftig erwarteten Cashflows. Was sind denn die Cashflows, die künftig erwartete Cashflows bei einer Aktie? Das sind zum Beispiel Dividenden. Neben einem sinnvollen Wachstumsmodell für Dividenden brauche ich aber auch eine risikoorientierte Diskontierungsrate. Das heißt, ich kann nicht einfach hingehen und mir den Euribor ablesen. Das wird nicht funktionieren. Ich brauche nämlich eine sogenannte Required Rate of Return und diese wird über das CAPM-Modell ermittelt. Übrigens eine sehr gute Erweiterung des CAPMs-Modells stellt das Black-Litterman-Modell aus dem Jahr 1990 dar und das wurde von zwei Kollegen damals aus Goldman Sachs entwickelt und jetzt immer noch wird das von sehr vielen Portfolio-Managern als eine Erweiterung für das CAPM-Modell angesehen. Das heißt, jetzt unten rechts seht ihr das, was ich zuvor gesagt habe. Um den Wert eines Unternehmens oder eines Finanzinstrumentes zu ermitteln, also EV 0, Enterprise Value zum Zeitpunkt 0, brauche ich alle Cashflows und die dazugehörigen Discount-Faktoren. Das wird miteinander multipliziert und summiert. Neben dem Discounted Cashflow Model gibt es auch ein weiteres Modell, das ist das Multiplikatorverfahren. Das ist im Vergleich zu DCF ein marktorientiertes Verfahren und basiert auf einem Branchen- oder Transaktionsvergleich. Das heißt, als Inputs habe ich hier gewisse Kennzahlen, wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Price Earnings to Growth und so weiter. Wichtig hierbei ist, nicht nur diese Quotienten richtig zu ermitteln, sondern auch eine sinnvolle Peer Group festzulegen. Das heißt, in diesem Fall will ich ein Unternehmen bewerten und habe dann eine Peer Group aus fünf ähnlichen oder ähnlich gelagerten Unternehmen gebildet. Was mache ich? Ich berechne diese Kennzahlen, IV, also Enterprise Value zu Umsatz, EV zu EBITDA und so weiter. Das sind dann die Kennzahlen. Im nächsten Schritt berechne ich den Median. Übrigens, warum Median? Median ist zum Beispiel im Vergleich zu einem Average nicht so viel
weniger Ausreißer, also viel stärker Ausreißer-invariant. Das heißt, die Ausreißer nach oben und nach unten werden durch den Median negiert. Im nächsten Schritt nehme ich die Finanzdaten meines Unternehmens, ich weiß, was der Umsatz ist, ich weiß, was der EBITDA und EBIT ist und multipliziere das quasi einfach aus. Also 0,3 mal 130 und dann komme ich auf einen Enterprise Value von 42 über diese Kennzahl EV durch Umsatz. Das mache ich mit allen Kennzahlen und bekomme quasi ein Sammelsurium, eine Range von möglichen Marktwerten meines Enterprises. Minimum liegt bei 32,5, Maximum liegt bei 41,0 und mein Median bei 37,2. Also das ist quasi das Verfahren. Hier muss man aber sagen, dass nach dem IDW-Standard sollen marktorientierte Verfahren, also dieses Multiples-Verfahren, nur als eine Unterstützung für zukunftsorientierte dienen. Also das heißt, man sagt, dass die Aussagekraft eines solchen Verfahrens, Multiplikatorverfahrens, viel stärker eingeschränkt ist als bei einem ETF. Hier will ich euch nochmal die Stammdaten einer Aktie zeigen. Der Screenshot stammt von Reuters. Angefangen oben links, es handelt sich um eine Daimler-Aktie, die an der Xetra handelt. Der Asset-Type ist Ordinary Share, also eine Stammaktie. Und hier können wir schon mal den aktuellen Wert von 50,98 sehen und das Handelsvolumen. Als nächstes schauen wir uns Anleihen an. Anleihen werden als Fremdkapital eingestuft. Im Endeffekt ist es so, dass ein Unternehmen durch den Verkauf von Anleihen sich Geld leiht und zahlt in der Regel Zinsen zurück plus Nennwert am Ende der Laufzeit. Zu den wichtigsten Eigenschaften einer Anleihe zählen die Seniorität. Je senior, desto weniger risikoreich mein Investment, also desto weniger ist die Ausfallwahrscheinlichkeit und dann der Besicherungsgrad, genau das gleiche im Endeffekt. Also ein Pfandbrief, ein hochgesichertes Wertpapier ist dann weniger Ausfall, man erwartet für so einen Pfandbrief einen kleineren Ausfall als für eine unbesicherte. Im Insolvenzfall ist es tatsächlich so, dass Anleihen vorrangig gegenüber dem Eigenkapital sind, sprich, die zuerst werden Anleihenhalter bedient und erst dann die Aktienhalter. Nächsten Merkmale sind Coupons, also es gibt ein unendliches Sammelsurium von Coupons, von Zero-Coupons, also Coupons von in Höhe von 0 bis hin zu Fixed-Coupons, also mit einem fixen Zinssatz ausgestattet, bis zu einem Floater, also zum Beispiel Euro plus x Basispunkte bis hin zu einem Step-Up. Step-Ups sind in der Regel ratingabhängig. Also das heißt, bei einer Verschlechterung des Ratings geht der Coupon hoch. Das heißt, der Halter dieses Wertpapiers will für eine Ratingverschlechterung, also für eine Erhöhung des Risikos, auch entlohnt werden. Dann haben wir noch eventuell eingebettete Optionalitäten, wie zum Beispiel ein Call für den Emittenten. Das heißt, der Emittent der Anleihe hat das Recht, diese Anleihe zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 100 zurückzukaufen. Und für mich als Halter dieser Anleihe ist das wertmindernd. Hingegen, wenn ich von einem Put spreche, Put für einen Gläubiger, dann habe ich das Recht, diese Anleihe zu 105 zu verkaufen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das lässt den Wert der Anleihe natürlich steigen. Grundsätzlich sind die Anleihen fungibel, allerdings gibt es noch einige Arten von Anleihen, wie zum Beispiel Schuldscheindarlehen, die weniger fungibel sind. An wichtigsten Stammdaten können wir den Emittenten, Währung, Laufzeit, den zuvor angesprochenen Coupon, Seniorität und die eventuellen Optionalitäten erwähnen. Hier habe ich euch nochmal einen Screenshot von einem Stammdatenblatt bereitgestellt. Also hier handelt es sich um eine Anleihe der Deutschen Bank. Die Endfälligkeit ist am 15. Dezember 2020. Das ist eine Anleihe, die in Euro handelt. Das ist ein fixer Coupon, der jährlich gezahlt wird und die Höhe ist bei 1,75. Die zuvor angesprochene Day Count Convention oder Day Count Basis ist in diesem Fall Actual Actual.
Seniorität ist Senior Unsecured. Und hier auf der rechten Seite sehen wir noch ein paar wichtige Infos. Die ISIN, das ist ein 12-stelliger alphanumerischer Code. Also das ist die internationale Nummer, wie wir Finanzinstrumente, gelistete Finanzinstrumente identifizieren können. Die ISIN ist einmalig, also die wird nicht nochmal vergeben. Interessant ist, dass zum Beispiel eine ISIN immer die letzte Ziffer bei einer ISIN eine Prüfziffer ist. Das heißt, man kann die Korrektheit der ISIN überprüfen, zum Beispiel auf Zahlendreher etc. Unten haben wir noch das Issue Rating. Also das Issue Rating in diesem Fall Baa3 von Moody's vergeben. Wir haben drei große Ratingagenturen, Moody's, Fitch und S&P, die vergeben Ratings für Anleihen, ABS und sonstige Produkte. Wer Interesse hat, kann gerne auf deren Seite schauen. Ihr werdet schon merken, dass die Ratingagenturen dieser Welt tatsächlich nicht jede einzelne Emission sich anschauen. Also wenn die Deutsche Bank 1000 Anleihen an einem Tag emittiert hat, dann wird sich Moody's nicht alle 1000 anschauen, sondern sie haben bestimmte Regeln, wie sie diese Ratings vergeben. In der Regel ist es so, dass es der Emittent ausschlaggebend und die Seniorität. Das heißt, in der Regel haben alle Anleihen, zum Beispiel alle Senior Unsecured Anleihen eines gleichen Emittenten, das gleiche Rating. Wie bewerten wir denn eine Anleihe? Genau das gleiche in grün sozusagen. Wir müssen die künftigen Cashflows ermitteln und sie diskontieren. Wichtig bei Anleihen ist natürlich das Verständnis von wie sie funktioniert. Also wenn wir die Anleihe jetzt noch aus dem Beispiel nehmen, das ist eine Anleihe, die 6 Jahre läuft, mit einem fixen Coupon von 1,75%, das heißt im ersten Jahr 1,75%, im zweiten Jahr 1,75% gezahlt. Am Ende der Laufzeit wird eine Nennwertrückzahlung in Höhe von 100% erfolgen, plus natürlich der Coupon von 1,75%. Diese Coupons, diese Cashflows müssen dann mit einer geeigneten Diskontierungskurve auf den heutigen Wert diskontiert werden. Und hier ist natürlich wichtig, was ist diese richtige risikoadjustierte Kurve. Bei Anleihen oder insbesondere bei Anleihen, diese Risk-Adjusted Rate, die kann man tatsächlich relativ gut in drei Hauptkomponenten zerlegen. Zum einen ist es die Risk-Free Rate, die wir zuvor gesehen haben. Sagen wir, das ist zum Beispiel der Euribor. In diesem Fall, wenn wir jetzt über 12 Monate über einen Annual Coupon sprechen, dann würden wir den 12-monatigen Euribor tatsächlich nehmen. Dann haben wir noch ein Credit Spread. Ein Credit Spread ist ein Maß dafür, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall meines Emittenten, des Emittenten ist. Und dann nochmal das Liquidity Spread. Also Liquidity Spread ist ein Maß dafür, wie fungibel ein Wertpapier ist. Wenn wir nochmal kurz zum Credit Spread gehen, wenn irgendjemand sagt, dass es zu einer Credit Spread Ausweitung gekommen ist, das heißt, der Credit Spread ist im Endeffekt gestiegen. Das heißt, das Risiko, dass mit dem Unternehmen irgendwas nicht in Ordnung ist, steigt. Übrigens, Credit Spread wird des Öfteren im Markt quotiert, also was heißt des Öfteren, das wird tatsächlich im Markt quotiert und das ist ein sehr, sehr guter Indikator für die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens. Also wenn wir zum Beispiel das zuvor angesprochene Rating uns anschauen, dann ist Rating ein Lagging-Indikator. Das heißt, es vergeht relativ viel Zeit, bis die Ratingagenturen das Rating angepasst haben. Ein Credit Spread wird im Markt gehandelt. Das heißt, da können wir sofort sehen, dass irgendwas mit dem Unternehmen nicht in Ordnung ist. Das heißt, die Informationen, die im Markt ankommen, die schlagen sich sofort in diesem Credit Spread nieder. Der Liquiditätsspread kommt zustande, wenn wir sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine hochstrukturierte Anleihe haben oder einen unbekannten Emittenten, dann steigt natürlich der Credit Spread. Also sagen wir so, der Credit Spread für eine deutsche Bank, der Liquidity Spread für eine deutsche Bank wird viel kleiner sein als zum Beispiel für eine Anleihe von, keine Ahnung, Wasserwerk in Timbuktu. Hier zeige ich euch nochmal einen Screen, einen Bewertungsscreen, in diesem Fall für die Anleihe, die wir zuvor gesehen haben. Also der Wert der Anleihe
liegt bei 101,49%. Und hier ist der errechnete Credit Spread, 166. Das heißt, das ist tatsächlich dieser Credit plus Liquiditätsspread, den wir auf die risikofreie Zinsrate addieren müssen, damit wir eine risikoadjustierte Diskontierung durchführen können. Als nächstes will ich euch Wandelanleihen zeigen. Wandelanleihen sind Finanzprodukte, also quasi eine Anleihe, die zusätzlich mit einem Wandlungsrecht in eine Aktie ausgestattet ist. Unter sonst gleichen Bedingungen würden Wandelanleihen eine niedrige Verzinsung haben als herkömmliche Anleihen, weil sie zusätzlich noch das Recht oder die Partizipation an einem Aktienmarkt mit verbriefen. An den wichtigsten Stammdatenmerkmalen einer solchen Wandelanleihe und hier zusätzlich natürlich zu den Standardanleihen ist das Wandlungsverhältnis, sprich in wie viele Aktien kann ich die Anleihe umwandeln, der Wandlungspreis. Für diejenigen von euch, die Optionen schon kennen, sozusagen der Strike Price, aber darauf werden wir nochmal eingehen. Also zu welchem Kurs kann ich in den Basiswert umwandeln? Die Wandlungsfrist, also der Zeitraum, in dem eine solche Umwandlung überhaupt passieren darf, und den Basiswert. Hier ein Screen von einer Wandelanleihe, alles gleich wie bei einer Standardanleihe. Das Einzige, was wir hier sehen, ist eine Zusatzinfo, Converts into. Und hier schauen wir uns nochmal die Modalitäten dieser Conversion an. Also, wir sind in der Lage, am 1. Mai 2023 in das Underlying zu wandeln, und zwar mit einem Conversion Price von 69,38 und einem Conversion Ratio von 14,31. Also, am Ende der Laufzeit meiner Anleihe habe ich das Recht, diese in Aktien umzuwandeln. Und zwar, ich habe das Recht, die Aktie zu 69,83 zu kaufen. Jetzt gehen wir nochmal ins Screen weiter. Und jetzt zeige ich euch das Underlying. In diesem Fall, das ist die Voya Financial Incorporated und sie handelt jetzt bei 44,6 US-Dollar. Das heißt, das aktuelle Recht, was ich habe, ist zu 69 zu kaufen. Die Aktie handelt jetzt bei 44. Würde jetzt die Fälligkeit sein, der Anleihe, dann würde ich natürlich nicht wandeln. Ich werde jetzt nicht irgendwas für 69 kaufen, wo ich das im Markt für 44 kaufen kann. Dadurch aber, dass wir noch relativ viel Zeit bis zur Endfälligkeit haben, diese Anleihe oder diese Optionalität, dann hat diese Optionalität noch einen Zeitwert. Der intrinsische Wert in diesem Fall ist, wie gesagt, 0, aber es gibt noch einen Zeitwert. Hier zeige ich euch nochmal ein Termsheet. Also wenn im Markt eine Anleihe gekauft wird, dann gibt es natürlich auch ein Termsheet. Dieses Termsheet erzählt oder erklärt, was so die Modalitäten eines jeden Wertpapiers sind. Also hier seht ihr genau das Gleiche. Deutsche Bank hat ein Wertpapier emittiert, das ist equity-linked zu Voya Finance, Maturity, der Issue-Price, die Interest-Rate und so weiter. Jetzt kurz zu der Bewertung einer Wandelanleihe. Vereinfacht lässt sich eine Wandelanleihe in zwei Finanzinstrumente zerlegen, also eine Anleihe ohne Wandlungsrecht und eine Call-Option auf die Aktie. Wenn wir diese beiden Komponenten getrennt voneinander bewerten und wir wissen, wie wir eine Anleihe bewerten, und gleich werden wir auch erfahren, wie wir eine Call-Option bewerten, dann addieren wir die beiden Werte und haben den Wert der Wandelanleihe. Ich habe aber gesagt, das ist eine vereinfachte Vorgehensweise. Leider vernachlässigen wir dabei die Korrelation zwischen dem Aktien- und dem Anleihenkurs. Das heißt, bei Bonitätsverschlechterungen werden auch die Aktienkurse fallen und die Credit Spreads werden steigen. Als nächstes schauen wir uns die Optionen an. Also ich glaube, das Lieblingsfinanzprodukt von allen Theoretikern. Eine europäische Option gibt
dem Inhaber das Recht, aber nicht die Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert, also den Basiswert, zu einem späteren Zeitpunkt, zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen. In diesem Fall sprechen wir von einer Call-Option oder zu verkaufen. In diesem Fall sprechen wir von einer Put-Option. Also eine Call-Option ist hier in blau abgebildet und eine Put-Option ist hier in rot abgebildet. Was ihr hier in dem Graphen seht, ist das Auszahlungsprofil, das G&V-Profil zu Maturity, zur Endfälligkeit. Interessant zu sehen, warum ist das Auszahlungsprofil unterhalb von 0? Das zeigt uns, dass wir für das Recht, diese Option zu kaufen, eine bestimmte Prämie zahlen müssen, also die Optionsprämie. Und diese Prämie muss natürlich vom künftigen erwarteten Profit abgezogen werden. Deswegen gibt es einen Shift, einen Parallelshift nach unten. Generell ist es so, wie gesagt, wie ich schon sagte, zum Beispiel ein Call gibt mir das Recht, die Aktie oder das Underlying zu einem vordefinierten Preis, in diesem Fall zu diesem Strike, zu kaufen. Das heißt, wenn der Wert der Aktie zum Wandlungszeitpunkt unterhalb von Strike liegt, dann habe ich verloren. Ich meine, da werde ich natürlich nicht die Aktie, die Option nicht ausüben. Wenn der Wert oberhalb von Strike liegt, dann partizipiere ich an dieser Entwicklung und dann werde ich ausüben. Neben den amerikanischen Optionen gibt es, neben den europäischen Optionen gibt es jetzt natürlich noch jede Menge von anderen Optionalitäten, wie zum Beispiel amerikanische Optionen, die das Recht geben, jederzeit auszuüben. In der Regel sind es Indexoptionen, die amerikanisch ausgestattet sind. Europäische Optionen sind in der Regel Aktienoptionen. Und dann gibt es noch die Bermuda-Optionen, die mehrere Ausübungstermine während der Laufzeit haben. Man sagt Bermuda-Optionen, weil Bermuda zwischen Europa und Amerika liegt. Deswegen ist es auch ein Mix dazwischen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer der bekanntesten Formeln in der Finanzmathematik. Das ist die Black-Scholes und Merton-Formel. Die wurde 1973 abgeleitet und dafür gab es auch 1997 den Nobelpreis. Um eine europäische Option zu bewerten, brauchen wir nichts anderes als ein geschlossenes Standardmodell von Black and Scholes. Also wir müssen quasi nur ein paar Parameter einfügen und dann haben wir schon einen Preis. Was sind denn diese ein paar Parameter? Also Present Value, der aktuelle Wert von einem Call, ist dann S0, Aktienwert zum heutigen Zeitpunkt, mal N von D plus, N D plus, das ist die kumulative Standardverteilung, D plus ist hier nochmal abgebildet, minus K, K ist der Strike, also der verbriefte Strike der Optionalität, plus multipliziert mit dem Discount-Faktor und nochmal mit einem Gewichtungsfaktor. Wenn wir jetzt in diese Gewichtungsfaktoren nochmal eingehen, der D plus und D minus, die sind auch relativ leicht, also das als Inputfaktoren geht wieder der S0, also der Aktienwert zum heutigen Zeitpunkt, der Strike, die Zinsrate, R, Vola, Volatilität, Sigma und die Laufzeit. Wir müssen genau, wenn wir diese Formel anwenden, dann müssen wir genau die Annahmen dieses Modells auch verstehen. Also unter anderem merkt ihr schon, dass er keinen Index hat. Das heißt, in diesem Modell geht man davon aus, dass er konstant über die Laufzeit der Option ist. Genau das Gleiche ist für Sigma der Fall. Also Sigma ist die implizite Volatilität und sie ist konstant über die Laufzeit. Das Underlying übrigens bewegt sich nach dem Random Walk, also dem Standard Wiener Prozess. Wenn wir uns diese beiden Formeln jetzt anschauen, dann können wir schon die zuvor angesprochene Put-Call-Parität erkennen. Also Put-Call-Parität besagt, dass der Wert eines Calls plus der diskontierte Strike genau gleich dem Wert eines Puts plus dem aktuellen Aktienkurs sein muss. Wenn es nicht der Fall ist, hat man eine Arbitrage-Möglichkeit. Als nächstes würde ich gerne euch die Zertifikate, also die nächste Anlageklasse Zertifikate vorstellen.
Das Auszahlungsprofil eines Zertifikats orientiert sich an einem Basiswert. Oft ist es eine Aktie, ein Index, das kann auch Zins sein und so weiter. Zertifikate bringen tatsächlich sehr viele Vorteile. Anleger können von der Entwicklung des Basiswertes profitieren, müssen aber in diesen nicht investieren. Und Zertifikate bringen ein unglaubliches Maß an Flexibilität, weil dem Emittenten sind quasi die Hände überhaupt nicht gebunden. Der kann ein Zertifikat so ausstatten, wie er das gerade für richtig hält. Also, in diesem Fall schauen wir uns jetzt mal ein Discount-Zertifikat an. Das Auszahlungsprofil ist hier in blau abgebildet. Das heißt, bis zu einem gewissen Grad partizipiere ich an meinem Underlying und dann ist mein Profit gecapped. Interessant zu verstehen, was verbirgt sich denn hinter diesem sogenannten Discount-Zertifikat? Dieses Discount-Zertifikat können wir tatsächlich zerlegen. Wir können das in ein Underlying zerlegen, das ist hier in gelb abgebildet, also den Basiswert, und einen Short Call, also eine verkaufte Call-Option, wenn man in grün abgebildet. Zieht man diese beiden quasi zusammen, also wenn man das addiert, dann bekommt man genau das Auszahlungsprofil eines Caps, eines Discount-Zertifikats. Im Fachjargon heißt eigentlich ein Discount-Zertifikat ein Covered Call. Das heißt, ich habe einen Call verkauft und gleichzeitig bin ich gecovered, gehedged, indem ich das Underlying halte. Warum heißt es denn eigentlich Discount? Weil durch diesen Cap bin ich in der Lage, als Emittent dieses Zertifikats, dieses Discount-Zertifikat etwas günstiger anzubieten, als das Underlying gerade im Markt handelt. Nächstes Finanzprodukt sind die Futures, ein sehr einfaches Finanzprodukt. Das sind Finanzkontrakte, die den Käufer dazu verpflichten, den zugrunde liegenden Vermögenswert, also den Basiswert, zu einem vorbestimmten zukünftigen Zeitpunkt und Preis zu kaufen. Also das sind sozusagen solche unbedingten Finanzkontrakte. Optionen sind bedingte Finanzkontrakte, das sind unbedingte Finanzkontrakte. Futures sind börsengehandelt, das heißt, sie sind an eine Börse, zum Beispiel an eine Eurex, gelistet. Sie sind standardisiert und damit hochliquide, das heißt, es gibt nicht ein Sammelsurium an Futures mit unterschiedlichen Laufzeiten, sondern es gibt nur bestimmte Endfälligkeiten bei Futures. Wenn man ein Futures handelt, dann hat man fast gar kein Kontrahentenrisiko, weil der Futures mit einer Central Counterparty abgeschlossen wird. Also für den deutschen Raum ist es Eurex Clear. Für den, zum Beispiel für Großbritannien ist es LCH ClearNet. Und vielleicht habt ihr schon mitbekommen, dadurch, dass Großbritannien aus der Europäischen Union aussteigen will, gibt es viele Fragen, wie geht es dann tatsächlich mit den an LCH ClearNet geklärten Finanzkontrakten weiter? Müssen sie überführt werden? Müssen sie quasi auf das Mainland überführt werden oder nicht? Und dann gibt es noch zusätzlich eine tägliche Neubewertung und Ermittlung der Sicherheitserfordernissen, also das sogenannte Margining. Das heißt, wenn mein Futures heute steigt, dann kriege ich am Ende des Tages dieses Delta von gestern zu heute, also das Delta im Kurs, auf mein Konto gebucht. Bewertung ist wirklich sehr, sehr einfach. Futures sind lineare Finanzprodukte. Übrigens, lineare Finanzprodukte heißt, dass es Produkte, die einen statischen Hedge haben, also zum Beispiel Futures sind lineare Finanzprodukte. ADRs, also American Depositary Receipts, sind lineare Finanzprodukte und so weiter. Also der Aktienkurs des Underlyings oder das Underlying ist ausschlaggebend für die Bewertung eines Futures. Steigt der Future, fällt der Future. Hier genau das Gleiche. Wir müssen den Wert des Underlyings zum heutigen Zeitpunkt kennen. Das multiplizieren wir mit E hoch RT. Jetzt bin ich tatsächlich im stetigen Bereich, nicht mehr im diskreten. Und R ist hier wieder Cost of Carry. Also das heißt, ich muss wieder verstehen, wie viel Wert wird meine Aktie bringen. Also hier in diesem Fall, also für Aktienfutures wäre Cost of Carry der risikolose Zins minus die Dividendenrate. Für Indizes muss man quasi eine Mischdividende dann errechnen.
Jetzt kommen wir zu Devisentermingeschäften, DTGs oder auf Englisch FX Forwards. FX Forwards ist eine vertragliche Vereinbarung einer Währung gegen eine andere Währung zu einem vorab festgelegten Kurs und Zeitpunkt umzutauschen. DTGs sind äußerst liquide, insbesondere natürlich für Hauptwährungspaare wie zum Beispiel Euro, US-Dollar, Euro, GBP und so weiter. Sie werden weit in die Zukunft quotiert, das heißt, man kann tatsächlich Quotierungen im Markt ablesen. Nichtsdestotrotz, wenn wir tatsächlich ein DTG haben, dann brauchen wir, also diese Forward Rates haben, dann müssen wir eine Formel anwenden, um den Wert des DTGs zu errechnen. Das würde dann dazu führen, dass wir über ein Level 2-Produkt nach IFRS 13 sprechen. DTGs bieten natürlich genauso wie Spot-Währungskurse bieten die Möglichkeit, dass mäßig quotierte Währungspaare oder überhaupt nicht quotierte Währungspaare können aus der Arbitragefreiheit abgelesen oder abgeleitet werden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht weiß, was die Forward-Rate für türkische Lira Rubel ist, ich kann aber im Markt beobachten, was Euro zu Rubel kostet und Euro zu türkischer Lira, dann ist die Rechnung sehr, sehr einfach. Übrigens, bei Abschluss eines DTGs ist der Wert dieses Finanzkontraktes null. Das heißt, ein DTG wird zu einem fairen Kurs abgeschlossen. Ich habe zuvor erwähnt, dass Forwards für DTGs quotiert sind und genau das seht ihr auch hier. Das sind unterschiedliche Tenors, also eine Woche, ein Monat, 18 Monate und so weiter. Und hier sind schon die Forward Rates. Zum Beispiel, wenn wir jetzt uns diese Zeile anschauen, hier ist es der Spot für Euro US-Dollar liegt aktuell bei 1,1388. Der ist natürlich gleich für alle. Und dann geht es weiter. Also würde ich heute ein DTG für 6 Monate abschließen wollen, dann müsste ich 1,57406 zahlen im Bit-Bereich. Ne? Das ist quasi diese Geldbriefspanne. Jetzt müssen wir nochmal über diese Forward Points kurz sprechen. Generell ist es so, dass der Markt, also diese Quotierungen, die kommen tatsächlich von Banken und die Banken quotieren nicht diese Zahl, sondern die quotieren die Forward Points. Forward Points, definitionsgemäß ist es so, dass damit ich auf den Forward komme, muss ich den aktuellen Spot nehmen, also in diesem Fall 1,1388, und dazu die Forward Points addieren, welche ich zuvor durch 10.000 dividiert habe. Das heißt, 186,56 dividiert durch 10.000 plus 1,1388 ergibt genau 1,15406. Es ist natürlich viel einfacher, das über Forward Points zu quotieren, als über die echten Bits, weil diese tatsächlich die Zinsstrukturkurve der jeweiligen Länder angeht. Hier wurden nochmal die Forward Points abgebildet, nur als Information. Wie bewerte ich denn eigentlich so ein DTG? Der DTG wird über einen Gewinn und Verlust bewertet. Das heißt, machen wir jetzt mal einfach ein Beispiel. Vor 4 Monaten wurde ein DTG zum Kauf von US-Dollar und Verkauf von Euro mit einem Nominal von 1 Million Euro abgeschlossen. Damals war die Laufzeit 7 Monate, also die initiale Laufzeit, und der Kurs, zu dem ich abgeschlossen habe, war 1,148. Das heißt, vor 4 Monaten habe ich auf diesen zuvor gezeigten Screen geschaut und habe gesehen, der Kurs ist 1,148. Heute habe ich in den Screen geschaut und sehe, dass der Forward-Kurs sich bewegt hat und der liegt für 3 Monate, also für die Restlaufzeit, bei 1,1485. Die Berechnung des Wertes ist äußerst einfach. Ich nehme den aktuell quotierten Forward-Kurs minus den Kurs bei Abschluss, multipliziere das mit dem Nominal, multipliziere das nochmal mit dem Discount-Faktor und errechne somit und habe somit einen Plus von 500 US-Dollar. Hier ist noch sehr interessant Folgendes, also das will ich noch vermerken. Ihr seht, dass ich den Discount-Faktor bei 1,000 angegeben habe. Wir sprechen hier im Euro- bzw. im Dollarbereich über eine relativ flache Kurve für 3 Monate,
Insofern ist der Discount-Faktor nah bei 1. Es ist tatsächlich auch so, dass einige Mandanten vergessen, bei der Bewertung von DTGs diesen Discount-Faktor anzuwenden, was im Euro-Bereich noch nicht so problematisch ist. Natürlich, wenn wir jetzt über kürzere Laufzeiten sprechen. Aber zum Beispiel im Bereich von türkischen Lira, wo der Zinssatz aktuell bei 20% liegt, wird das schon zu einer deutlichen Fehlbewertung führen. Jetzt kommen wir zur vorletzten Anlageklasse, das sind die Zinsswaps. Ein Zinsswap ist Tausch verschiedener Zinssätze. Wenn wir über einen Plain Vanilla Swap sprechen, dann sprechen wir über einen Tausch von einem festen in einen variablen Zinssatz in derselben Währung. Wenn wir über Cross-Currency Swaps sprechen oder Crossies, dann sind die Zinssätze in unterschiedlichen Währungen und dabei kann es sein, dass ich fest gegen fest, fest gegen float oder float gegen float tauschen. Und die dritte Hauptart sind die Basisswaps. Basisswaps ist ein sehr interessantes Produkt. Basisswaps waren bis vor der Finanzkrise 2008 so gut wie nicht im Verständnis der Finanzwelt. Das heißt, ein Basisswap sagt mir was? Ich tausche zwei Floating-Zinssätze mit unterschiedlichen Frequenzen. Das heißt, A zahlt alle 3 Monate und B zahlt alle 6 Monate. Oder machen wir es noch drastischer. B zahlt alle 12 Monate. Das heißt, was man vor der Krise 2008 gedacht hat, ist doch egal, dass die Frequenzen nicht gleich sind. Im schlimmsten Fall ist es aber so, ich habe als A schon bezahlt und muss noch 9 Monate darauf warten, dass B seine Zahlung macht, also bei 3 gegen 12 Monaten. Und in diesen 9 Monaten kann B eigentlich ausfallen. Das heißt, mein Geld, was ich ihm schon gezahlt habe, ist futsch. Insofern ist das Verständnis über Basisswaps, aber auch die Nutzung der Basisswaps hat enorm zugenommen seit der Finanzkrise. Hier habe ich nochmal abgebildet, wie so eine Zahlungsstruktur aussieht. Also A zahlt zum Beispiel fest an B, das heißt B erhält fest und zahlt stattdessen ein Floater an A. Die Bewertung der Zinsswaps, wie immer, wir müssen festlegen oder wir müssen verstehen, was sind denn die Cashflows. Und die Cashflows werden quasi durch den Zinsswap an sich schon vorgegeben. Die einzelnen Zahlungen habe ich hier abgebildet. Zum Beispiel A zahlt an B einen fixen jährlichen Coupon in Höhe von 0,067%. Der Swap läuft 2 Jahre, das heißt, es gibt zwei Zahlungspunkte. Zeitpunkt. B zahlt stattdessen halbjährlich und zwar der zahlt den Euribor 6 Monate, also ein Floater Euribor 6 Monate plus 20 Basispunkte. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Bewertung erfolgt. Hier habe ich das aus Sicht von B abgebildet. Auf der einen Seite erhält B einen festen Zinssatz von 0,067% und zwar zweimal, nach dem ersten Jahr und nach dem zweiten Jahr. Gleichzeitig muss er aber zahlen. Und zwar, was zahlt er? Der zahlt den Euribor plus 20 Basispunkte. Wir haben in den Screen geschaut und sehen, dass der Euribor per heute, beziehungsweise heute minus 2 Tage, bei minus 0,256% liegt. Wenn ich die 20 Basispunkte drauf addiere, dann sage ich, dass der B minus 0,56% zahlen muss. Sprich, er bekommt eigentlich 0,56%. Und genau das Gleiche machen wir für alle anderen Zinszahlungen. Hier ist es natürlich so, dass wenn wir den ersten Zinssatz, Floating Zinssatz, den können wir ablesen, der ist im Markt. Also das ist der Euribor, 6 Monate. Alle anderen, die werden über Forward Rates ermittelt. Also das sind implizite Zinssätze. Nachdem wir die Zinssätze festgelegt haben, die Cashflows, die haben wir genettet, also zusammengeführt. Dann können wir unsere schon bekannte Diskontierungskurve nehmen und den Barwert dieser Zahlungen ermitteln. Wir kommen jetzt zum letzten Produkt. Das sind die Credit Default Swaps. Die sind mit der Finanzkrise ein bisschen in Verruf geraten. Was macht denn so ein Credit Default Swap? Credit Default Swap ermöglicht die Übertragung eines Kreditrisikos von einer Partei auf die andere. Im Endeffekt ist es ein Kreditversicherungsvertrag. Der Sicherungsnehmer zahlt eine laufende Prämie an den Sicherungsgeber und erhält im Gegenzug im Falle eines Defaultes
eine Entschädigung. Generell gibt es zwei Arten von Referenzwerten. Es sind zum Beispiel einzelne Unternehmen, sogenannte Single Name CDS, sagen wir zum Beispiel auf die Deutsche Bank, oder ich kann so ein CDS auf ein CDS Basket oder ein CDS Index abschließen. Weit verbreitet ist zum Beispiel ein ITAX, der aus bis zu 125 Werten, Einzelwerten besteht. Was passiert dann tatsächlich bei so einem Credit Default Swap? Machen wir ein Beispiel. Ich halte eine Anleihe von der Deutschen Bank in Höhe von 1 Million Euro. Die Anleihe läuft noch die nächsten 3 Jahre. Ich habe aber das Gefühl, dass es der Deutschen Bank nicht so gut geht und sie könnte defaulten. Was mache ich? Ich will natürlich meine Anleihe absichern. Ich gehe zu einer anderen Bank. In diesem Fall wäre es nicht sinnvoll, dass ich zu Deutschen gehe und die Deutsche gegen Deutsche absichere. Aber ich gehe zu einer anderen Bank und sage, kannst du mir einen Credit Default Swap verkaufen? Die Bank sagt, ja, natürlich. Du musst mir aber eine laufende Prämie zahlen. Und die laufende Prämie hängt davon ab, was ist der Referenzwert, in diesem Fall die Deutsche Bank, wie lange soll der Swap laufen und was ist das für eine Seniorität der Anleihe. Was passiert im Falle eines Versicherungsfalls, sprich, wenn die Deutsche Bank ausfällt? Hier wird entweder der Sicherungsnehmer, also meine Gegenpartei, den Ausfall mit einer Zahlung in Höhe des Nominals mich entschädigen. Das heißt, er gibt mir 1 Million und ich gebe ihm die Anleihe. Das ist das sogenannte Physical Settlement. Also ich übergebe physisch die Anleihe. Oder der Sicherungsgeber überweist nur den Differenzbetrag zwischen dem Nominal, also 1 Million, und der Recovery Rate aus der Referenzanleihe. Hier müssen wir nochmal einen kurzen Schwenk machen. Was ist die Recovery Rate einer Referenzanleihe? Das heißt, wenn ein Unternehmen defaultet und hat Anleihen emittiert, dann geht der Markt davon aus, ich sag mal so Pi mal Daumen, dass der Restwert dieser Anleihe zwischen 20% und 40% liegen wird. Also das sind sozusagen implizite Annahmen. Wenn wir tatsächlich über einen Default sprechen, dann können wir nicht mit so einem Pi mal Daumen Wert rechnen, sondern dazu gibt es auch einen standardisierten Mechanismus. Es gibt standardisierte Verträge zwischen Gegenparteien, die sogenannte ISTA-Verträge, die werden sowohl im Interest Rate Swap Bereich als auch im CDS-Bereich abgeschlossen und die beinhalten, welche Modalitäten, also die beschreiben die Modalitäten eines solchen Swaps, also Interest Rate oder CDS Swaps, bis ins kleinste Detail. Das heißt, im Falle eines Defaults schreibt mir so ein Vertrag vor oder so ein Vertrag vor, dass es eine Auktion geben muss, in der der Restwert dieser Anleihe verauktioniert wird. Das heißt, Investmentbanken melden sich mit gewissen Restgrößen, also Recovery Rates, und dann am Ende des Tages gibt es einen Wert. Machen wir ein Beispiel. Wir sagen, dass die Recovery Rate von dieser Anleihe, die ich gehalten habe, liegt bei 25%. Das heißt, was wird mir die Bank überweisen? Sie wird mir 1 Million minus 25% von 1 Million überweisen, also die wird mir 750.000 überweisen. Das ist das sogenannte Cash Settlement. Jetzt sehen wir auch nochmal die Spreads, die im Markt quotiert sind. Also die Spreads werden, diese CDS-Spreads werden im Markt sehr stark quotiert, insbesondere natürlich für die gängigsten Unternehmen. In diesem Fall schauen wir uns die Spreads für die Deutsche Bank an. Deutsche Bank, Euro Anleihe, Senior, 3 Jahre Laufzeit, quotiert bei 58,9 Basispunkten. Ein Basispunkt ist ein 100%. Das heißt, würde ich jetzt in so einen Swap eintreten, dann sagt mir der Sicherungsgeber, dass ich ihm auf jährlicher Basis 0,58% meines Nominals, meines versicherten Nominals zahlen muss. Nach 3 Jahren, Pi mal Daumen, werde ich 1,5% meines Nominals gezahlt haben. 1,8%. Das heißt, hier ist nochmal die Kurve abgebildet und sinnvollerweise natürlich sehen wir, dass die Kurve steigt. Das heißt, je stärker ich in die Zukunft schaue, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Defaults. Jetzt sind wir beim letzten Slide.
Bewertung eines Credit Default Swaps. Wie schon zuvor erwähnt, wir brauchen eigentlich die Cashflows. Die Cashflows sind hier abgebildet. Also lasst uns bitte beim ersten Beispiel bei der ersten Periode bleiben. 1 minus P ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Swap nach der ersten Periode schon defaultet ist. Wenn das passiert, wird der Sicherungsgeber mir einen Betrag zahlen, den wir gerade besprochen haben, N nominal mal 1 minus R, also 1 minus Recovery Rate. Wenn nichts passiert, lebt der Swap weiter und so weiter. Das heißt, hier im Endeffekt habe ich dann die einzelnen Cashflows, die summiere ich, diskontiere und habe den Wert des Credit Default Swaps.